Ort der Handlung ist ein Zimmer in einem Mietshaus. Sie sehen und hören auch gleich den neuen Mieter. Das ist mein Zimmer. Das ist meine Welt. Das heißt, meine Welt. Welt. Das ist aber sehr herrlich hier. Ja, Herr Fröbe, solche harten und dichten Wände reflektieren eben. Was gehen das die Wände an, wenn ich hier schreie? Ja. Sicher, ein Büro ist keine Wohnung. Beide, Gerd Fröbe im Film und Mitarbeiter in Büros, wünschen sich aber aus vergleichbaren Gründen eine gute Akustik. Büroarbeit ist heute gleichermaßen von Kommunikation und konzentrierter Computerarbeit geprägt. Von Arbeiten also, die unterschiedliche Anforderungen an das Büroumfeld, insbesondere an die Akustik, stellen. Diese Anforderungen unter einen Hut zu bringen, ist eine komplexe, aber lösbare Herausforderung. Erschwert wird dieser Spagat durch die Art, wie Büros heute gestaltet sind. Open Space, schallharte Materialien und niedrige Grundgeräuschpegel sind nur einige Beispiele für Problemfelder, die es zu meistern gilt. Gelingen kann ein akustisch funktionierendes Büro dennoch. Eine vorausschauende Planung ist dafür die wichtigste Grundvoraussetzung. Unser Beispiel zeigt ein klassisches Open Space Büro. Auf den ersten Blick eine gute, zeitgemäße Planung mit Bereichen für Teamarbeit, konzentrierte Einzelarbeit, Führungskraft und Desk-Sharing. Dazu die gesamte Infrastruktur für Kommunikation, Archiv, Technik, Regeneration und Bibliothek. Doch was gut und richtig aussieht, muss sich nicht automatisch auch gut anhören. In vier Beispielen machen wir den Raum nun durch einen Vorher-Nachher-Vergleich akustisch erlebbar. Damit möchten wir verdeutlichen, wie wichtig es ist, dem Thema Akustik bereits in der Planungsphase Raum zu geben und in entsprechenden Alternativen zu denken. Bereich 1 zeigt den Arbeitsplatz der Führungskraft mit einem angrenzenden Besprechungsraum. Das akustische Problem? Mangelnde Diskretion. Da die Räume nach oben offen sind, können geführte Gespräche im Nachbarraum verstanden werden. Der Lösungsansatz? Die Wände werden raumhoch statt als Raum in Raumsystem ausgebildet. Ein ausreichend gewählter Schalldämmwert sorgt dafür, dass Gespräche im Nachbarraum unterhalb der Verstehbarkeitsgrenze wahrgenommen werden. Unser zweites Beispiel zeigt die Arbeitsplätze einer Telefonhotline. Die räumliche Nähe und das gewählte Layout einer Blockstellung sorgen für ein enormes Störpotenzial. Die Mitarbeiter müssen aus vier Gesprächen ihr eigenes heraushören. Den haben wir auch in verschiedenen Farben und auch in verschiedenen Größen. Ja, da müssen wir mal bei meinem Kollegen nachfragen. Besser? Die Mitarbeiter Rücken an Rücken mit dem Gesicht zu einer Wand setzen. Auf der Wand wird ein zusätzlicher Absorber aufgebracht, der einen Großteil des Direktschalls absorbiert. Zusätzliche Absorberflächen an Decke und Möbeln reduzieren die Nachhallzeit und verbessern die Verständlichkeit. In Beispiel 3 geht es um den generellen akustischen Eindruck eines Mitarbeiters unseres Open Space Büros. Vor allem die Bauweise mit einer Betondecke, bodentiefen Fenstern und harten Bodenbelägen in der Mittelzone sorgt hier für mangelnden akustischen Komfort. Was man hört, wird hier auch durch den Raumeindruck verstärkt. Kann der Blick durch den gesamten Raum schweifen, wird er tendenziell halliger empfunden, als wenn der Blick nach einigen Metern begrenzt wird. Im optimierten Beispiel werden deshalb nicht nur Absorber an Wänden und Decken und bessere Bodenbeläge verwendet. Apothekerschübe schirmen den Arbeitsplatz zusätzlich seitlich ab. Die Mittelzone ist mit hohen Elementen gestaltet, die dem Raum die Größe nehmen.
Besonders hoch ist der Bedarf nach einer guten Akustik an Arbeitsplätzen, an denen konzentriert gearbeitet wird. Unser viertes Beispiel zeigt den Platz eines Konstrukteurs, der ein CAD-System bedient. Störquellen im Umfeld in Form einer Cafeteria und eines Technikpools erschweren seinen Arbeitsalltag. Beurteilen Sie selbst, ob Sie hier konzentriert arbeiten könnten. Wie ihm wird es fast allen Mitarbeitern in unserem Beispielbüro ergehen, da die nötige Abschirmung der Störquellen fehlt. Die Optimierung folgt daher dem Grundsatz, Störgeräusche möglichst nah an der Quelle abzufangen. Die Cafeteria wird als Raum im Raum ausgebildet. Schallabsorbierende Wandscheiben mindern die Geräusche der Technik. Informelle Besprechungen verstecken sich in einer Art Strandmuschel. Wie Sie sehen, hat sich unser Raum verändert. Akustisch haben wir ihn für Sie bereits erlebbar gemacht. Aber auch die Raumgestaltung folgt nun einer ganz anderen Richtung. Nicht zuletzt hat auch das etwas mit Akustik zu tun. In gut und spannend gestalteten Räumen wird die Akustik besser bewertet als in Einheitsgrau und rechtem Winkel. Gemeinsam mit seinen Fachhändlern steht Assmann für Akustikkompetenz. Wir unterstützen Sie mit passenden Produkten, vor allem aber mit einer vorausschauenden und überzeugenden Planung. Doch damit genug. Viel Glück im neuen Heim. Danke. Na, wenn Sie nicht gewesen wären. Dankeschön. Na, dann gute Nacht. Assmann Büromöbel. Ihre Zufriedenheit ist unser Maßstab.